Herzlich willkommen zu diesem Impuls am Mittag aus der Augustinerkirche in Würzburg. Die Musik schenken uns heute Dieter Schanzer, Blockflöte und Hans-Bernhard Ruß an der Truhenorgel. Für Bild und Ton sorgt wieder Bruder Karsten. Ihr Lieben, immer wieder merke ich, wie wichtig es ist, dass Frauen und Männer meinen Glaubensweg begleitet haben und begleiten. Diesen Begleiterinnen und Begleitern kann ich vertrauen. Sie gehen und gingen mit durch so manchen Zweifel, manche Frage. Ihnen konnte und kann ich sagen, wenn ich verständnislos vor meinem Gott stehe. Sie wissen um Glaubensnot und Lebensfragen, sind Vertraute, Begleiterinnen, Freundinnen und Freunde geworden. Manche begleiteten oder begleiten ein Stück des Weges und gehen dann wieder die eigenen Wege. Andere, die scheinen immer schon da zu sein, gehen schon seit langem mit. Es sind Menschen, die meine Fragen hören und mir Wege anbieten, im gemeinsamen Gespräch. Es sind aber auch Menschen, die nie neben mir oder mir gegenüber saßen oder sitzen. Dennoch sind sie da, vertraut durch ihre Worte und ihre Verse. Und allemal hatten und haben sie Einfluss auf mein Denken, mein Reden, mein Leben, mein Glauben. Einer dieser Begleiter ist der vor 4 Jahren verstorbene Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti. Vor wenigen Tagen hätte er seinen 100. Geburtstag feiern können. Die Verse und Gedichte, die Texte von Kurt Marti begleiten mich schon lange, schon seit Studienzeiten. Die Blicke und Lichter, die er mit seinen Worten auf Bibelstellen lenkte und sie mir neu werden ließ, strahlen für mich noch heute. Viele seiner Gedichte sprechen mir aus dem Herzen und helfen mir bisweilen zu fühlen und zu spüren, welche Wege sich öffnen können und welche Möglichkeiten sich zeigen, wenn man ausgetretene Gedankengänge und stereotype Ideen zurücklässt. 2 Texte sind mir über die Jahre wichtig geworden und ich lese sie immer wieder. Sie bleiben bei mir, sind bei mir. Und ich möchte heute diese Texte mit euch und mit Ihnen teilen. Der erste hat das Magnificat, den Lobgesang Mariens zum Thema. Ich bin in einem Wallfahrtsort, einem Marienwallfahrtsort aufgewachsen. Pilgerscharen kamen bisweilen, um ihre Bitten und ihr Gebet vor Maria zu bringen. Und bisweilen bin ich erschrocken, welche Blüten die Marienfrömmigkeit tragen kann. Und irgendwann stand ich vor der Frage, ob es nicht besser wäre, diesen Teil
des katholischen Glaubenslebens, der katholischen Tradition ganz weit hintanzustellen. Dann habe ich ein Gedicht eines reformierten Pfarrers gelesen. Kurt Martis Text und Maria Sang. Und ich kann verstehen, dass es nicht darum geht, was Menschen von dieser Frau aus Nazareth wollen. Es geht darum, lese ich dort, dass das Lied, das sie ihrem Sohn gesungen hat, nie verstummt. Und Maria sang ihrem ungeborenen Sohn: Meine Seele erhebt den Herrn. Ich juble zu Gott, meinem Befreier. Ich, eine unbedeutende Frau, aber glücklich werden mich preisen die Leute von jetzt an. Denn Großes hat Gott an mir getan. Sein Name ist heilig und grenzenlos sein Erbarmen zu allen, denen es ernst ist mit ihm. Er braucht seine Macht, um die Pläne der Machthaber fortzufegen. Er stürzt die Hohen vom Sitz und hebt die Unterdrückten empor. Er macht die Hungrigen reich und schickt die Reichen hungrig weg. Und Maria konnte kaum lesen und Maria konnte kaum schreiben. Und Maria durfte nicht singen, noch reden im Bethaus der Juden, wo die Männer dem Mann Gott dienen. Dafür aber sang sie ihm, ihrem ältesten Sohn, dafür sang sie den Töchtern, den anderen Söhnen von der großen Gnade und ihrem heiligen Umsturz. Dennoch erschrak sie am Tag, da Jesus die Werkstatt und ihre Familie verließ und im Namen Gottes und mit dem Feuer des Teufels ihren Gesang zu leben. Und dann, ach, dann bestätigten sich alle Ängste aufs Schlimmste. Versteinert stand sie und sprachlos, als Jesus am Galgen vergeblich nach Gott schrie. Später, viel später, blickte Maria ratlos von den Altären auf die sie gestellt worden war, und sie glaubte an eine Verwechslung, als sie, die vielfache Mutter, zur Jungfrau hochgelobt wurde. Und sie bangte um ihren Verstand, als immer mehr Leute auf die Knie fielen vor ihr. Und Angst zerpresste ihr Herz, je inniger sie, eine machtlose Frau, angefleht wurde um Hilfe, um Wunder. Am tiefsten verstörte sie aber der blasphemische Kniefall von Potentaten und Schergen, gegen die sie doch einst gesungen hatte, voll Hoffnung. Und Maria trat aus ihren Bildern und kletterte von ihren Altären herab. Und sie wurde das Mädchen Courage, die heilig kecke Jeanne d'Arc. Und sie war Serafina vom freien Geist, Rebellin gegen Männermacht und Hierarchie. Und sie bot in Käthe der Kräutermuhme aufständischen Bauern ein Versteck. Und sie wurde millionenfach als Hexe zu Ehre des Gottesgötzen verbrannt. Und sie war die kleine Therese, aber Rosa Luxemburg auch. Und sie war Simone Weil, La Vierge Rouge und Zeugin des Absoluten. Und sie wurde zur Madonna Leone, die nackt auf dem Löwen für ihre Indios reitet. Und sie war... Und sie ist vielleibig, vielstimmig, die subversive Hoffnung ihres Gesangs.
Ihr Lieben, das eine ist, was Maria ihrem Sohn mit auf dem Weg gegeben hat, das Lied, das sie ihm gesungen hat. Das andere ist, was der Sohn dann selbst gelebt hat. Darum noch ein zweiter Text von Kurt Marti. Er trägt den einfachen Titel Jesus. Mit einer Schar von Freunden, Freundinnen auch, durch Galiläas Dörfer und Städte ziehend, hat der Kranke geheilt und Geschichten erzählt von der Weltleidenschaft des ewigen Gottes. Privilegien der Klasse der Bildung galten ihm nichts. Zu seinem Umgang zählten Tagelöhner und Zöllner. Wo Mangel sich zeigte an Nahrung oder Getränk, teilte er Fische, Brot und Wein aus für viele. Die Gewalt von Gewalthabern verachtete er. Gewaltlosen hat er die Erde versprochen. Sein Thema, die Zukunft Gottes auf Erden, das Ende von Menschenmacht über Menschen. In einer patriarchalischen Welt blieb er, der Sohn, und ein Anwalt unmündiger Frauen und Kinder, wollten Galiläa ihn gar zum König erheben. Er aber ging hinauf nach Jerusalem, direkt seinen Gegnern ins Garn. Auf einem Jungesel kam er geritten, Kleinleute Messias. Die Finger einer Halbweltdame vollzogen die Salbung an ihn. Bald verwirrt, bald euphorisch, folgten ihm die Freunde, die Jünger, um bei seiner Verhaftung ratlos unterzutauchen ins Dunkel. Über sein Schweigen hin rollte der schnelle Prozess. Ein Afrikaner schleppte für ihn den Balken zum Richtplatz hinaus. Stundenlang hing er am Kreuz, Folter mit tödlichem Ausgang. 3 Tage später die nicht zu erwartende Wendung. Anstatt sich verstummt zu verziehen ins bessere Jenseits, brach er von neuem auf in das grausame Diesseits, zum langen Marsch durch die Viellabyrinthe der Völker, der Kirchen und unserer Unheilsgeschichte. Oft wandelt uns jetzt die Furcht an, er könnte sich langsam schon verirrt und verlaufen haben, entmutigt, verschollen für immer vielleicht, oder bricht er noch einmal, wie einst an Ostern, den Bann? Und also erzählen wir weiter von ihm, die Geschichten seiner rebellischen Liebe, die uns auferwecken von täglichem Tod, und vor uns bleibt, was möglich wäre noch. Und ich will jetzt nicht mehr als einfach nur nochmal die letzten Zeilen zu lesen. Und also erzählen wir weiter von ihm, die Geschichten seiner rebellischen Liebe, die auferwecken vom täglichen Tod. Vor uns bleibt, was möglich wäre noch. Ich wünsche allen eine gute Woche. Passt auf euch auf, seid behütet und bleibt gesund. Bis bald. Thank you.